Hallöchen, ihr Lieben! Heute gibt es ein ganz einfaches Rezept für einen Bienenstich, der mit Buttermilch gemacht ist. Der Teig ist richtig schön locker und die Kruste ist richtig schön knackig, so wie es sein muss. Und damit ihr das Rezept nachmachen könnt, zeige ich es euch jetzt. Viel Spaß dabei! Für den Teig benötigen wir jetzt Buttermilch, Mehl, Zucker, Eier und Backpulver. Die genauen Mengenangaben schreibe ich euch wie immer in die Infobox. Als erstes gebe ich Buttermilch, Zucker und die Eier in meine Rührschüssel und lasse das Ganze richtig gut verrühren. Jetzt gebe ich das Backpulver und das Mehl dazu. Ich habe jetzt hier mein Backblech und das werde ich jetzt erstmal mit einem Backspray einsprühen. Und jetzt kommt auch schon der Teig dazu. Jetzt kommt die Backform bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 10 Minuten in den bereits vorgeheizten Backofen. Für das Topping benötigen wir jetzt Mandelsplitter, Zucker, Butter und Honig. So, für das Topping gebe ich jetzt Butter, Zucker und Honig in einen Topf. Das Ganze muss jetzt auf dem Herd schmelzen, bis sich das hellbraun verfärbt. Sobald das passiert ist, kommt der Topf wieder vom Herd und dann geht es weiter mit dem Mandelsplitter. Jetzt kommen die Mandelsplitter dazu und werden hier gut untergerührt. Und jetzt muss auch sofort die Masse auf den Kuchen und muss dort gut verteilt werden. Nach den 10 Minuten Backzeit kommt der Kuchen einmal raus und dann könnt ihr dann auch schon das Topping draufgeben. Ganz vorsichtig müsst ihr das Ganze jetzt verteilen und da müsst ihr auch wirklich ganz, ganz schnell sein, weil die Masse obendrauf wirklich sehr schnell hart wird. Jetzt kommt der Kuchen noch einmal in den Ofen für weitere 15 bis 20 Minuten. Nach dem Backen müsst ihr den Kuchen natürlich vollständig auskühlen lassen und könnt ihn dann in Stücke schneiden. Ich habe das hier schon getan und habe auch schon ein Stückchen probiert und muss wirklich sagen, der schmeckt so lecker. Den müsst ihr einfach unbedingt ausprobieren. Macht das auf jeden Fall. Jetzt habt ihr ja das Rezept. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß dabei und ja, dann bis zum nächsten Mal bei meiner Rezeptewelt. Tschüss!